Herzlich willkommen zum THC Talk. Heute wieder mal mit Lydia Jakubisova. Lydia, heute das Spiel gegen Valcea. Der Thüringer THC gewinnt mit 38 zu 31. Eigentlich wollte man heute nach einer Viertelstunde schon wieder nach Hause gehen, weil man dachte, ja, der THC liegt mit 6 zu 11 zurück, 5 Tore, das ist gelaufen. Aber ihr habt uns eines Besseren belehrt. Wie ist so ein Wandel zustande gekommen? Ich denke, ab der 15. Minute haben wir besser in der Abwehr gestanden. Wir waren ein bisschen offensiv auf der linken Seite gegen die beste Spielerin von denen. Und das war der Schlüssel zum Erfolg, weil sie kam nicht so ins Spiel dann. Wir haben dieses Fluss unterbrochen, damit wir immer wieder rausgegangen sind. Und im Innenblock waren wir dann stark, haben die Zweikämpfe gewonnen. Und ich denke, das war der Schlüssel, warum wir heute gewonnen haben. Ebenfalls die Torhüterleistung. Firma, sehr stark heute gehört wieder. Auch natürlich dazu, wenn man gute Abwehr hat, dann ist das für Torhüter auch einfacher. Und Wilma hat wieder gezeigt, dass wir auch mit Niki und Laura sehr gute Trio haben und einfach verdient gewonnen, denke ich. Lydia, die kranken Damen des THC ist wieder zurück. Wir wissen ja, du hast dich ja fit gehalten in der dritten Mannschaft. Du hast ja als Spielertrainerin jedes Spiel mitgespielt, agiert mit deiner Tochter zusammen. Ja, wenn man jahrelang Leistungssport gemacht hat und Sport gemacht hat, kann man einfach nicht so aufhören. Ich wollte mich da ein bisschen abtrainieren. Natürlich ist das Niveau von Dritte Liga und Europa League oder Bundesliga anders. Hier ist alles schneller, aber ich habe es irgendwie geschafft mitzuhalten und das muss ich sagen, das weiß ich selber nie, wie ich das geschafft habe. Also wir können nur sagen, die Fans freuen sich für dich, dass du hier da bist und du hast es ja heute gehört, also wie sie alle gejubelt haben. Und andere Frage, spielst du in der Bundesliga dann auch weiter? Wir müssen mal reden mit Herbert, wie es weitergeht, weil, wie gesagt, ich spiele auch für Dritte Liga und ich möchte auch meine Mannschaft weiter unterstützen. Und wir wollen auch weiter in Dritte Liga bleiben, das müssen wir genau absprechen, wie es weiterläuft. Mit dem heutigen Sieg hat der THC jetzt 6 Punkte, Paris hat heute verloren. Also das Tor für die nächste Runde ist heute sehr weit aufgemacht worden. Paris hat verloren? Ja. Sorry, das wusste ich gar nicht. Mit einem Tor. Das ist natürlich gut für uns. Ja. Oh, das freut mich. Also ich denke, einen Schritt zum Weiterkommen haben wir heute gemacht. Und ein großer Schritt. Nemo, bleib schön gesund. Wir bedanken uns recht herzlich für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Tschüss.